Hallo Leute und herzlich willkommen zur Kadervorstellung der MPL. Doch was genau ist die MPL eigentlich, werden sich einige fragen. Nun ja, der Name bedeutet Meme Pokémon League. Und genau in dem Sinne haben wir quasi auch zuletzt gedraftet. Denn eigentlich wollten wir uns zum Beispiel 11 Pokémon draften. Und nun ja, dann sind es irgendwie doch spontan 12 geworden, weil wir am Ende gedacht haben, hey komm, wir würfeln einfach nochmal querbeet durch das letzte Tier und dann bekommt jeder nochmal einen Randomon mit dazu. So in etwa könnt ihr euch die Meme Pokémon League vorstellen. Bedeutet also, wir nehmen das Ganze nicht super ernst, aber jetzt auch nicht komplett unernst. Also, wir haben schon einige starke Kader mit dabei und meinen seht ihr ja auch schon oben eingeblendet. Wir gehen gleich aber nochmal auf alle Mons ein, wenn wir dann gleich das Organisatorische abgehandelt haben. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall das Beste dabei rauszuholen. Wir werden jeden Spieltag hochladen. Es gibt an sich keine Uploadpflicht, aber quasi alle Teilnehmer laden hoch. Es kann natürlich mal sein, dass ein Kampf ausfällt oder so. Da hat man dann dieses Mal keinen Druck und muss keine Strikes oder sowas befürchten. Aber bei mir werden alle Kämpfe kommen, wenn da nicht irgendwie mein Rechner in die Luft fliegt oder sowas, was nicht ganz abwegig wäre, dann kommt da auf jeden Fall jedes Mal ein Kampf von mir. Und das immer sonntags. Sonntag also ab jetzt, der Meme Pokémon League Upload-Tag. Ja, wir haben insgesamt, boah, lasst mich lügen, 8 Leute mit dabei. Also neben mir eben noch 7 weitere. Dazu zählen. Mal sehen, ob ich sie aus dem Kopf hinbekomme. Auf jeden Fall, Zergy Boy, also der gute Sergen, kennt der ein oder andere sicherlich, der ein oder andere vielleicht auch noch nicht. Hat früher Pokémon gemacht, hat jetzt zuletzt eher sich auf Smash spezialisiert, aber jetzt zurückgekehrt zu Pokémon. Meiner Meinung nach PokéTuber Number One, was den Nachwuchs angeht. Und der Junge wird alles umreißen. Der hat auch richtig Bock und der bringt ab sofort auch Daily Pokémon Content. Deswegen schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr vorbeischauen bei Zergy. Dann mit dabei. Natürlich, die alten Ganoven. Maxi, Downy, Present, Timo. Dann wären wir schon bei 6 mit mir zusammen, right? Dann haben wir noch mit dabei den guten Benny, aka Yonago. Sollte der ein oder andere sicherlich auch kennen. Und das 8. Mitglied ist... Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Wen habe ich vergessen? Wir schauen einfach mal live nach, während... Was meint ihr? Was meint ihr? Schreibt doch mal eure Vermutung rein. Wer ist noch mit dabei? Wen habe ich denn vergessen? Ich habe niemanden vergessen. Ach, Kusha! Ja, na gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Gut, weiter geht's. Genau. Das heißt, Sonntag-Upload-Termin. Diese 8 Leute sind mit dabei. Und wir haben demzufolge 7 Spieltage. Ist also eine relativ kurze Liga. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Es gibt keine Giga-Dynamax-Pokémon. Ja. Und sonst bleibt mir, glaube ich, nicht viel übrig, als zu sagen, hey, mit welchem Team treten wir denn überhaupt an in dieser Meme-Pokémon-League? Das Logo ist natürlich auch ein bisschen memig und ich habe mir auf jeden Fall gedacht, hey, eigentlich das größte Meme aktuell in den FFAs ist ja ein Böllermann, richtig? Also treten wir mit den Böllermännern an. Logo ist kreiert worden vom guten Tim aka Slowly, vielen, vielen Dank dafür nochmal, aber gleichzeitig dazu ist auch noch eine weitere Zeichnung reingekommen und die finde ich genauso insane und zwar diese hier von Sayuri. Vielen, vielen Dank auch dafür, ultra nice, ultra nice. Von Sayuri werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal ein bisschen mehr sehen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, da gab es auch noch eine weitere Einreichung. Ich musste in Anführungsstrichen aber das erste Logo nehmen, weil das zuerst da war und wir ein bisschen zeitig unter Druck gestartet sind. Ein bisschen sehr spontan gewesen alles. Aber ich finde beide ultra, ultra nice und ich freue mich sehr, mit den Böllermännern an den Start zu gehen. Ja, welches Pokémon ist aber das erste, was wir uns jetzt geholt haben in unseren Kader? Beziehungsweise, es wird nicht ganz chronologisch sein. In dem Fall ist es das erste, aber ansonsten gehen wir jetzt vom obersten Tier bis zum untersten Tier einfach mal durch. Und ich werde ein bisschen was freie Schnauze zu den Mons erzählen. Pokémon Nummer 1, was ich mir holen wollte, relativ spontan, sage ich mal, letztlich, war dann folgendes. Und zwar Zeraora. Ja, denn das, wer Presents Kanal verfolgt, weiß vielleicht, dass das auch so ein bisschen ein kleines Meme ist, da ich da sehr, sehr gerne mit meinen verschiedenen Zeraora Sets antrete und deswegen dachte ich mir, hey, jetzt passt es eigentlich mega, den Jungen mal zu draften, weil eigentlich hatte ich auch mal Bock, den zu spielen, wobei ich jetzt schon eher sagen würde, hätte ich mir auf jeden Fall ein anderes S-Tier geholt, aber weil ich den bei Present so oft dabei habe, darf Present gegen den direkt nochmal antreten. Und ja, deswegen ist der Junge mit dabei. Muss man, glaube ich, nicht super viel zu sagen, ne? Ist halt super schnell, einigermaßen flexibel möglicherweise, weil der eben so schnell ist. Ich finde, mit schnellen Mons kann man immer einiges machen. Und den kannst du natürlich physisch wie speziell spielen. Von daher sollte auf jeden Fall
passen. Nächstes Pokémon, was ich mir geholt habe, ist dann ein eher umstritteneres. Und zwar das gute Knagrag. Ich war eigentlich sehr, sehr lange kein Fan von Knagrag. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen, ich will nicht sagen dran gewöhnt, aber fast schon eher das Gegenteil, entwöhnt. Denn Knagrag war ein Pokémon, das sehr, sehr präsent war in der Vergangenheit auf meinem Kanal in Form des Arena Battle 1 und 2. Im 3 war es ein bisschen seltener unterwegs und deswegen habe ich mich, glaube ich, so langsam mit dem Jungen angefreundet. Und der hat eine nice Sache mit dazu bekommen, weshalb ich wirklich Bock auf den bekommen habe, und zwar die Attacke Schuppenschuss. Zwar keinen Drachentanz, aber trotzdem die Möglichkeit, seine Initiative eben um eine Stufe zu erhöhen. Und Knagrag ist von Natur aus nicht so super langsam und auf plus 1 kann der auf jeden Fall eine Menge machen. Wenn du dann einen Schwertanz vorher noch so rausholst oder so und dann mit Wutanfall und Erdbeben beide Stab ordentlich Druck aufbauen kannst, kann der, glaube ich, schon echt gefährlich sein. Und auch so bringt er natürlich einiges mit. Mit Rauhaut kannst du den auch gerne mal defensiv spielen. Hat ja sehr, sehr solide Werte. Und durch die HPs, durch die Kraftreserven, die jetzt fehlen, ist er auch nochmal besser geworden. Und gleichzeitig hast du natürlich auch noch sowas wie Tarnsteine und so weiter und so fort. Also Knagrag habe ich durchaus Bock drauf, den zu spielen, auch wenn ich das Mon an sich nicht so super mag. Aber vielleicht lerne ich den ja in der Draftliga dann noch ein bisschen besser lieben. So, ein Pokémon, was ich mir quasi nur geholt habe, weil ich es mag und weil ich es gerne mal in der Draftliga spielen wollte und weil es relativ neu auch in Schwert und Schild ist, ist Scaraborn. Und der ist schon im zweithöchsten Tier gewesen und das war für mich schon super, super teuer. Aber es ist die Meme Pokémon League, von daher, why not, hole ich mir Scaraborn, das ist ein Mon, auf das ich Bock habe. Generell war das so ein bisschen die Devise, die Mons zu holen, die ich vielleicht noch nie in der Draftliga hatte oder auf die ich eben super, super Bock habe und weniger darauf zu achten, ob wir das Team jetzt mega gut ergänzen. Ich habe immer schon so ein bisschen darauf geachtet, aber das Wichtigste war mir, dass ich Bock auf die Mons habe. Und Scaraborn ist, der ist super, super, super nice. Und den zu spielen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der hat auf jeden Fall zwei gute Fähigkeiten mit Adrenalin natürlich. Auf der einen Seite kannst du mit Heißorb spielen und dann burlert der richtig gut rein. Dann ist natürlich die Initiative ein bisschen schwieriger. Oder du spielst den vielleicht einfach mal Scarf mit Hochmut. Kannst natürlich auch ein beliebiges anderes Item drauf spielen, aber mit Wahlschall bietet der sich durchaus an. Denn wenn er mit Hochmut dann einen Mon umboxt, kriegt er direkt einen Angriffsboost und dann kann der ganz, ganz schnell mal zu einer sweependen Gefahr werden. Das wird, denke ich, ganz nice. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob der seine dritte Fähigkeit auch gut war. Mir ist nämlich so, aber wenn ja, ich glaube, es ist einfach Hexaplager, oder? Die werden wir vermutlich dann eher ein bisschen weniger spielen. Aber Scaraborn, eines meiner Lieblings-Pokémon aus Gen 2 generell, immer sehr, sehr gern gesehen und auf den freue ich mich auf jeden Fall. Das nächste Pokémon ist dann schon fast ein Klassiker, wenn man so möchte, und das ist Metagross. Metagross hat einfach super gut ins Team gepasst. Ich habe wieder sehr, sehr hart Bock auf den. Auch der hat ein paar neue Attacken bekommen, sowas wie Cosmic Kraft, glaube ich. Vielleicht noch ein paar andere Sachen. Wir werden sehen. Ich habe mich nicht großartig mit den Mons beschäftigt, sondern wirklich nur geguckt, was will ich, worauf habe ich Bock. Und den haben wir natürlich in der einen oder anderen Draftliga schon mal gespielt und irgendwie vermisse ich den so ein bisschen. Weil Metagross und ich sind Best Buddies und der darf gerne auch dieses Mal wieder im Team mit dabei sein. Ja, ich glaube, mein Second Pick sogar ging an das folgende Pokémon und zwar Galalavados. Da bin ich mir nicht super sicher, ob ich den als zweites gepickt habe, aber spätestens als drittes müsste ich den so langsam mal geholt haben. Denn mir war klar, ich möchte super, super, super gerne einen Galar-Vogel haben. Am liebsten sogar alle drei, aber das passt natürlich dann so vom Team nicht so wirklich gut rein, weil du dann extrem viele Elektroschwächen hast und so weiter und so fort. Aber für mich war wichtig, einen Galar-Vogel möchte ich haben. Am liebsten hätte ich Galar-Zapdos gehabt, weil ich den unfassbar nice finde. Ich glaube, am coolsten von allen drei Galar-Vögeln. Aber der ging direkt in Runde 1 weg von Timo oder Runde 2 und ja, deswegen keine Chance an den ranzukommen, weil ich erst später draften konnte, aber Galalavados war eben noch frei zu dem Zeitpunkt, wo ich draften konnte und deswegen habe ich mir den geholt, weil ich den noch einen Ticken nicer finde als Arktos, habe aber zwischendurch auch überlegt, ob ich mir den Galarktos irgendwie noch zusätzlich mit dazu hole, habe es dann aber letztlich aus den vorhin genannten Gründen sein lassen und deswegen ist Galalavados jetzt in unserem Team mit dabei. Ich freue mich sehr auf den, weil der einfach super, super sick aussieht. Ist natürlich ein komplett neues Pokémon. Und ja, mal schauen, was der so machen kann. Hat sehr coole Werte, leider keinen Ruheort, aber ansonsten denke ich ein paar Möglichkeiten, den zu spielen. Wie wir den spielen werden, werden wir sicherlich in Zukunft dann herausfinden. Es wird, by the way, dann auch Teambuildings wieder geben und ich möchte da gerne auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, als ich es im BPP machen konnte. Wir werden allerdings sehen, ob das dann letztlich auch so klappt, weil das, was ich vorhabe und das, was am Ende rauskommt,
kann immer so ein bisschen voneinander abweichen, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Teambuildings kommen auf jeden Fall, nicht so wie bei der Shitmon League, wo die nachher irgendwann Richtung Ende ausgefallen sind oder relativ zeitig ausgefallen sind. Die werden, by the way, auch nicht wiederkommen. Und ja, das soll sich aber mit Galalabados und den Böllermändern so ein bisschen ändern. Dann ein Pokémon, was ich unbedingt immer mal in der Draftliga dabei haben wollte und einmal ganz kurz hatte für die Playoffs im UDT, ist Roserade. Und allein, also schon bevor ich es gepickt habe in den Playoffs, fand ich es super, 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 super nice, ja. Dann habe ich es gepickt, hat es irgendwie 2 Spieltage mit dabei gehabt. Einmal hat es, glaube ich, nicht viel gemacht, weil ich es dumm reingewechselt habe in irgendwas. Aber einmal war das so insane gut und hätte uns, glaube ich, sogar das Halbfinale gewonnen, wenn ich nicht irgendeinen krassen Missplay oder sowas gemacht hätte oder Timeout gehabt hätte oder irgendwie sowas war da. Sind wir ja sehr unglücklich gescheitert an Pock letztlich. Ja, aber Roserade, so ein sickes Teil. Freue ich mich extrem drauf, mit dem zu spielen, weil du kannst den defensiver spielen, du kannst den offensiver spielen, du kannst den irgendwie sehr supportlastig spielen und so weiter und so fort. Ich freue mich mega auf den, kann man viel rausholen, denke ich, und hat einen gesunden Speed, einen gesunden Spezialangriff, eine gesunde spezielle Defensive. Also mit dem können wir, denke ich, eine Menge anfangen. Und das Design, sehr, sehr nice. Wo ich das Design eher nicht so geil finde und den eher gepickt habe, weil der so ein bisschen zum einen ins Team reinpasst, zum anderen so ein Meme für sich ist und zum anderen wiederum ich die normale Form sehr, sehr geil fand, ist Gala Smogmog. So, der, ich weiß nicht, ich mag sein Design nicht sonderlich. Ich glaube, wenn man einfach diesen übertriebenen Zylinder weggelassen hätte, hätte ich es nochmal ein bisschen geiler gefunden, aber ist okay. Ich würde mich sehr, sehr gerne mit diesem Mon ebenfalls anfreunden, genau wie mit Knackrak, denn ich finde, dass das von der reinen Mechanik, wie es funktioniert, vom Typing und so weiter und so fort, super, super spannend ist. Wir haben 3 nice Fähigkeiten, die diesem Team wirklich helfen. Zum einen Schwebe. Ja, wenn man unser Team bisher anguckt, dann haben wir zwar schon Lavados, was fliegt, aber Metagross und Zeraora, die haben eine Bodenschwäche und auch das nächste Pokémon, was kommen wird, hat eine Bodenschwäche. Von daher Schwebe dabei zu haben, super nice. Aber genauso gut können wir auch Reaktionsgas spielen. Auch das ist eine sehr, sehr nice Fähigkeit, weil sie dann zum Beispiel Adrenalin von verschiedenen Mons einfach runternimmt und die damit nicht mehr viel machen können. Oder. Also diverse Fähigkeiten können ja einfach verschwinden und dann kannst du nices Zeug damit machen. Ja, Belebekraft, ne, indem du zum Beispiel in Lamus, also weiß ich nicht, ob ich das machen werde, aber zum Beispiel Smogmog in Lamus reinhole, während Lamus rausgeswitcht wird, dann bekommt er durch Belebekraft zum Beispiel keine KP mehr dazu und so weiter und so fort. Also auch hier viele, viele Möglichkeiten. Und dritte Fähigkeit ist dann das Nebelfeld, beziehungsweise der Nebelerzeuger, der das Nebelfeld rausholt, was uns natürlich nur bedingt hilft erstmal auf dem ersten Blick. Aber, also da müssen wir gerade mit Knackrak ein bisschen aufpassen, dass wir, keine Drachenattacken dann droppen, weil die um 50% gesenkt werden von der Stärke her. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und dran denken. Aber wir haben eventuell das ein oder andere Entlastungsmon mit dabei. Und da kann man natürlich ein bisschen was machen oder generell mit den Nebelsamen irgendwas anfangen. Oder, wenn da ein gegnerischer Drache ist, einfach das Nebelfeld generell rausholen, wodurch dann Smogmog nicht mehr an sich als Switchen dienen muss, sondern einfach generell die Drachenattacken abschwächt. Das wäre natürlich auch super insane. Deswegen alle 3 Fähigkeiten sehr, sehr nice. Und abseits davon mit Gift Fee ein super nices Typing, bringt uns Hazards, bringt uns Auflockern mit dazu. Bringt uns durchaus auch, man kann den auch so spielen, dass der mal ein bisschen Schaden macht. Der hat einige sehr, sehr coole taktische Moves, die uns, glaube ich, in diesem Team wirklich helfen werden. Ein sehr vielseitiges Mon und ich finde, in dem Tier, in dem der da rumgegammelt ist, da dachte ich, nehme ich den einfach mal mit. Und die normale Smogmog-Form hatten wir ja schon mal in der Draftliga, auch im UDT. Deswegen wollte ich den nicht nochmal draften, sondern mal die Galar-Form ausprobieren, weil die in der Theorie eben sehr, sehr nice ist. Das nächste Pokémon. Das war ziemlich, ziemlich klar, dass ich mir das holen muss, denn wer momentan Twitch verfolgt, weiß, dass ich und Regirock eine sehr, sehr innige Beziehung haben miteinander, denn Regirock, ja, suche ich jetzt seit, also Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme und das müsste auch ungefähr der Stand sein, wo wir aktuell im Stream sind, seit 4250 Encountern oder so suche ich Regirock, die Chance
Shiny Regirock zu finden ist 1 zu 1300. Von daher sind wir da sehr, sehr unlucky unterwegs. Blocky macht übrigens genau das gleiche. Auch Blocky hat Regirock in einer Draftliga und würde den sehr gerne Shiny spielen. Und auch er ist so bei 4000 Encounter. Das heißt, wir haben zusammen über 8000 Encounter, ohne dass ein Shiny Regirock aufgetaucht ist. Und das ist halt super, super sad. Deswegen sind wir hier weiterhin auf der Suche nach Shiny Regirock. Und deswegen musste ich den picken. Ich hatte gar nicht so großartig Bock auf den. Aber vom Meme her musste der natürlich auch dieses Team ergänzen. Und ich denke, mit Regirock kann man auf jeden Fall was machen. Regirock so das Pokémon, was ich mit meiner Anfangszeit verbinde, XY, als ich angefangen habe, Competitive wirklich zu spielen. Vorher natürlich alle anderen Editionen auch schon mal irgendwie gedaddelt, aber wirklich mit Competitive angefangen habe ich in Gen 6 und da war Regirock mit Offensivweste, Steigerungshieb, Ableithieb, Steinkante, Erdbeben wahrscheinlich, irgendwie sowas in die Richtung, eines meiner favorisierten Pokémon und mal sehen, ob wir in der Draftliga mit Regirock ähnlich viel Spaß haben können, wie ich damals mit Regirock hatte. Ja, hat natürlich massive Verteidigungswerte, Neutral Torso als Fähigkeit, also vor Bedroher oder so müssen wir nicht Angst haben. Der hat jetzt aber auch nicht die massivste Durchschlagskraft, aber die Defensivwerte, die sind natürlich insane. Und einen Switchen beispielsweise in Flug- oder Normalattacken zu haben, ist natürlich immer sehr, sehr nice. Dann kommen wir zu einem Pokémon, wo ich gemischte Gefühle habe. Und zwar ist das Drifzepeli. Geistflug vom Typing, also auch nochmal ein Bodenswitchen, was sehr, sehr gut ist, denke ich, dass wir da ein paar Möglichkeiten haben, denn theoretisch kann Galasmogmog auch eine Bodenschwäche haben, je nachdem, ob wir Schwebe spielen oder eben nicht. Und Drifzepeli ergänzt das Ganze dann nochmal ganz gut. Wir haben auch hier nochmal einen Normalswitchen, ne, einen Kampfswitchen grundsätzlich. Müssen wir natürlich von einem Abschlag oder sowas aufpassen, aber eben auch sehr, sehr coole Fähigkeiten und vor allem auch einen sehr, sehr breiten Movepool, den man sehr flexibel spielen kann. Also sowohl Cosmic Kraft kann der, glaube ich, oder Horta zumindest, Gedankengut, um irgendwie Setup zu fahren. Dann haben wir aber auch sowas wie Entlastung, was eben triggern kann, aufgrund des Nebelfelds oder aufgrund anderer Taktiken und dann wird unsere Initiative einfach verdoppelt und plötzlich kann der Junge richtig, richtig gefährlich werden und anfangen zu sweepen. Wir haben taktische Möglichkeiten wie Memento Mori oder sowas, ne, auch der dürfte wahrscheinlich Auflockern beherrschen, dies, das, jenes. Da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen austoben mit dem Teil. Und die andere Fähigkeit ist, glaube ich, Hitzewahn, die, wenn wir verbrannt sind, den Spezialangriff erhöht. Ich glaube, dass das so das Ding sein müsste, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Werden wir ebenfalls herausfinden. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock auf Drifzepeli, weil der vom rein kompetitiven Aspekt her in einer Draftliga, glaube ich, super, super spannend sein kann. Und deswegen mal schauen, was der kleine Luftballon so machen wird. Und gerade in dem Tier, wo der ist, im zweitniedrigsten, ist der, denke ich, sehr nice. Und damit kommen wir ins niedrigste Tier. Soweit ich weiß, vielleicht war Drifzepeli auch schon im niedrigsten, ich glaube aber nicht. Und dort habe ich mir jetzt ein Pokémon geholt, was quasi auch so ein bisschen mimig ist, denn ich wurde sehr, sehr oft gefragt, während der GPL, nach der GPL, in meinen Streams, in den Videos, wie auch immer, hey, darfst du eigentlich Libero mit Libero spielen? Nö, darf ich nicht. Aber ich darf Kickerlo mit Libero spielen und deswegen ist der mit dabei. Ich finde den im unteren Tier echt gut, der hat solide Initiativewerte, soliden Angriffswert und kann eben, ja, aufgrund seines breiten Movepools seinen Typen auch relativ flexibel wechseln, denn die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, Libero funktioniert wie Wandlungskunst von Quachuzo, das heißt, wenn wir eine Attacke einsetzen, bam, werden wir zu diesem Typ und der hat, soweit ich weiß, sowas wie Turmkick, Mülltreffer, natürlich seinen Stab, allerdings nur Flammenblitz, noch nicht den Pyroball, leider Gottes, den hätte ich natürlich super gerne wieder in der Draftliga gehabt, Kehrtwende und so weiter und so fort und wir passen uns dann eben immer unserem Typ an, das heißt, wir haben immer Stab auf unsere Angriffe und das heißt, dieser solide Angriff, den wir haben, der wird durch den Stab eben nochmal aufgewertet und mit diesem soliden Speed könnte der auf jeden Fall in dem einen oder anderen Match echt gefährlich werden. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung. Mal sehen, ob das dann letztlich funktionieren wird. Vom Design her finde ich den jetzt nicht so mega crazy, aber auch nicht so mega scheiße. Von daher freue ich mich auf Kickerlo und mal sehen, was der Junge so machen wird. Ja, dann kommen wir auch schon zum vorletzten Pokémon und das ist wieder ein absolutes Herzensding. Erstens hat er sich im letzten Tier meiner Meinung nach wirklich gelohnt. Zweitens hat uns ein Wasser-Pokémon noch gefehlt und drittens liebe ich den Jungen einfach abgöttisch und zwar Lusadin. Ja, und Lusadin hat natürlich eine sehr besondere Eigenschaft, dass der, wenn der unter 33% mit seinen KP fällt, ich glaube 33 war es oder 25, bin mir nicht ganz sicher, dann wechselt er wieder in seine kleine süße Schwarmform. Nicht Schwarmform, sondern Singleform quasi. Aber wenn der da drüber ist, ist der in seiner Schwarmform unterwegs und hat insane Werte. Jetzt auch noch die Rollwende mit dazu bekommen. Kann also damit auch Momentum generieren.
hatte vorher schon Kehrtwende und hat generell so einige Attacken, die relativ gefährlich sind, sowohl speziell als auch physisch gefährlich, soweit ich das in Erinnerung hatte. Und bis auf die Initiative und die KP-Base wirklich absolut brachiale Werte. Also die sind insane. Der hat, glaube ich, krassere Werte insgesamt, ne, also wenn du die Basiswertsumme berechnest, als Garados zum Beispiel. Und das kann natürlich sehr, sehr hart böllern. Ich weiß gar nicht, wie der mit Reaktionsgas zum Beispiel funktionieren würde, ob wir das einfach wieder in die normale Form wechseln. Keine Ahnung, könnte sein. Aber ein Reaktionsgas-Pokémon haben wir natürlich schon mal auf unserer Seite, von daher wird dieses Szenario gar nicht erst eintreten. Auf den freue ich mich mega. Worauf ich mich auch mega freuen würde, wäre die Shiny-Form, denn die sieht insane aus, Leute. Ich hoffe, dass ich den Jungen in Shiny bekommen werde, solange wir die Liga noch spielen, dass wir den einmal in Shiny in einem Wi-Fi-Battle nutzen können. Das wäre super, super sweet. Also auf den freue ich mich mega. Ja, und dann gab es noch ein letztes Pokémon. Also eigentlich nicht. Eigentlich waren wir hier an dieser Stelle durch und jeder hatte seine 11 Pokémon gepickt. Aber dann dachten wir uns so, hey, warum nicht nochmal ein Pokémon auslosen? Und wie es der Zufall so wollte, habe ich tatsächlich ein Pokémon bekommen, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, will ich den haben oder nicht, weil wir eben das Nebelfeld haben und weil ein Entlastungsmon halt sehr, sehr gut reinpassen würde. Habe mich natürlich letztlich für Drifzebuli entschieden und damit bin ich super, super froh. Aber wir haben ein weiteres Entlastungsmon bekommen und zwar Kleptifuchs. Beziehungsweise nicht Kleptifuchs, sondern Gaunux müsste es sein. Ich werde sehr, sehr oft Kleptifuchs dazu sagen, weil ich die Namen immer so ein bisschen durcheinander bringe, beziehungsweise beide für mich einfach Kleptifuchs sind, weil es irgendwie auch der schönere Name ist. Aber ja, wir haben Gaunux im Team. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was der kann. Wirklich gar keine. Aber vielleicht kann man irgendwas Witziges mit dem anfangen. Zumindest Entlastung und so, ne? Da kann man, denke ich, drauf bauen. Wie sein sonstiges Moveset aussieht, weiß nicht, keine Ahnung. Werden wir herausfinden. Der wurde mir so ein bisschen zugelost. Ich denke, der passt ganz okay, ganz solide nochmal ins Team und vielleicht findet der in irgendeinem der 7 Matches seine Nische, wo wir ihn mitbringen können. Ich werde natürlich wie immer versuchen, alle Pokémon mit dabei zu haben, aber das könnte dieses Mal sehr schwierig werden, weil wir ja 7 Spieltage haben, 12 Mons, also sehr viele Mons, sehr wenig Spieltage. Das wird auf jeden Fall relativ kritisch werden. So, Leute, das soll es grundsätzlich gewesen sein zu meinem MPL-Team. Schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bevor ihr jetzt wegschaltet, habe ich noch 2 Sachen, über die ich mit euch reden möchte. Sache Nummer 1 ist, dass wir hier sehr, sehr viele Pokémon mit dabei haben, wo die Shiny-Form extrem nice aussieht, okay? Wir haben Zeraora, was als Shiny sehr, sehr geil aussieht. Wir haben Metagross, was als Shiny sehr geil aussieht. Roserade, Regirock finde ich zum Beispiel noch nice. Drifzepeli und vor allem Lusardin. 6 Mons, die ich sehr, sehr geil finde. Was bedeutet das? Vielleicht, dass wir eventuell ein bisschen Shiny hunten sollten, oder? Um die quasi zu freizuschalten. Denn ich habe mir ja vorgenommen, ich gen ja all meine Pokémon, die ich in kompetitiven Businesses benutze. Und demzufolge könnte ich die natürlich einfach alle easy Shiny spielen. Aber, weil ich finde, dass Shinies so an Wert verlieren, wenn ich mir die einfach genne, habe ich immer beschlossen, ich will jedes Pokémon, was ich Shiny benutzen will in Wi-Fi Battles, einmal Shiny hunten. Einmal Shiny quasi freischalten und dann darf ich die beliebig in den Wi-Fi Battles benutzen. Aber ich habe von diesen ganzen Pokémon erst sehr wenig freigeschaltet und deswegen würde ich die eben sehr gerne Shiny hunten, um sie freizuschalten für die Wi-Fi Battles. Und das bedeutet, dass wir demnächst wieder etwas mehr Shiny hunten und zwar, wenn alles klappt. Also das steht, ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber das ist aktuell der Plan. Dann gibt es am Samstag einen 12-Stunden Shiny Stream und zwar nenne ich das Ganze Floberts Shiny Stunden. Warum nenne ich das so? Weil ich es so machen werde, dass ich eine Stunde Shiny hunten werde. Alleine zum Beispiel. Danach eine Stunde Shiny hunten werde mit einem Gast. Danach eine Stunde Shiny hunten werde mit einem anderen Gast. Dann wieder eine Stunde mit einem anderen Gast und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir werden mindestens 11 verschiedene Gäste mit dabei haben, die gemeinsam mit uns Shiny hunten werden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann reicht euch auf jeden Fall den Samstag schon mal dick im Kalender an. Es kann auch sein, dass Sonntag draus wird. Es kann auch sein, dass es dieses Wochenende noch nicht klappt, weil ich noch keine Antworten von den Leuten habe, ob die alle Zeit haben. Und das wäre ganz gut, wenn wir möglichst viele Gäste dabei haben wollen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Und da werden wir uns natürlich vor allem um Regirock kümmern. Wir werden auch deine Abenteuer machen, aber was ich auch sehr gerne machen möchte, ist eben Lusardin freischalten, Drifzepeli freischalten, Roserade freischalten und so weiter und so fort. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut auch sehr, sehr gerne vorbei. Und den letzten Punkt, den ich dann noch gerne ansprechen möchte, ist, dass, wenn wir schon bei Floberts Shiny-Stunde sind. Es gibt momentan einen Zweitkanal und zwar Flobert. Der ist ganz frisch gestartet. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung
und könnt da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen, denn dort gibt es quasi Daily Among Us, je nachdem, ob ich schaffe oder nicht, aber dort gibt es ein paar Folgen. Da wird generell Uncut-Content hochkommen, das heißt Among Us-Folgen zum Beispiel, aber vielleicht habe ich auch mal Bock, eine Runde Stronghold zu machen, ganz Classic, oder irgendwelche andere Spiele zu spielen, wie Anno oder sowas, die aufzunehmen und dann dort hochzuladen. Schaut auf jeden Fall gerne auch da mal vorbei, würde mich sehr freuen, würde mich sehr unterstützen, wenn ihr dort ein Abo dalasst, wenn es euch interessiert, denn Flobert, glaubt mir, der ist unterstützenswert. Ja, und wenn nicht, dann sehen wir uns hoffentlich zu Flobert Shiny-Stunden wieder oder natürlich dann, wenn die Böllermänner am Sonntag das erste Mal in Aktion treten. Ja, das soll es gewesen sein von mir. Lasst gerne eure Worte zu dem ganzen Zeug da, zu der Reizüberflutung, die hier auf euch eingetrudelt ist. Und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr viel Spaß in der Meme-Pokémon-League haben mit den Boys, die eben mit am Start sind. Wir sehen uns bis dahin und tschüssi!